Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ganz im Zeichen der Flüchtlingspolitik und terroristischer Bedrohungen stand heute die Generalaussprache im Bundestag. Kanzlerin Merkel sicherte Frankreich nachdrücklich Unterstützung zu und sie zeigte sich offen für ein stärkeres militärisches Engagement bei der Terrorbekämpfung. Zugleich bekräftigte Merkel ihren Kurs in der Flüchtlingsfrage. Die Kritik der Opposition fiel dieses Mal moderater aus. Trotz angeschlagener Stimme sind ihre Botschaften klar. Terror, Flüchtlinge und Europa. Merkel zeichnet die großen Linien. Man sei solidarisch mit Frankreich und müsse alles dafür tun, um eine weitere Eskalation im Syrien-Konflikt zu vermeiden. Und schnelle Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive, aber auch schnelle Abschiebungen. Dann erwarten wir aber auch, dass diejenigen, die in einem ebenso rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt wurden, als Bewerber auf einen Schutzstatus, dann auch das Land wieder verlassen müssen, damit die, die Schutz brauchen, diesen Schutz von uns bekommen können. Die Regierung sei zerstritten und wirke deshalb in ihrer Flüchtlingspolitik handlungsunfähig, kritisieren die Grünen. Die Probleme sind wirklich zu groß, dass wir uns eine zerstrittene Regierung leisten können. Deshalb reißen Sie sich endlich zusammen und hören Sie auf mit dem Theater, machen Sie Schluss mit diesem Theater. Die Union habe keine einheitliche Haltung. Deshalb hält der Fraktionschef der Linken den Merkel-Kritikern in der christlich geprägten Union den Spiegel vor, indem er für sie das Matthäusevangelium zitiert. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Das ist menschlich. Im Übrigen heißt das heute übersetzt, wir schaffen das, meine Damen und Herren. Die Regierung müsse besonnen handeln, fordert die SPD. Die Debatte über innere Sicherheit dürfe nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden. Wir dürfen die Opfer, die vor dem Terror zu uns fliehen, nicht zu Tätern machen. Eines stellt die Kanzlerin an diesem Morgen auch klar. Einen Kurswechsel wird es mit ihr nicht geben. Deutschland will das französische Militär für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz entlasten. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kündigte an, dass die UN-Friedensmission im Norden Malis künftig mit bis zu 650 Bundeswehrsoldaten unterstützt werden soll. Sie sollen zur Durchsetzung des Friedensabkommens zwischen der malischen Regierung und Aufständischen beitragen. Frankreich hatte vor 3 Jahren militärisch in Mali eingegriffen und islamistische Rebellen zurückgedrängt. Lagebesprechung im Verteidigungsausschuss. Wie will und kann Deutschland Frankreich unterstützen im Kampf gegen die Terrorgruppe IS? Was schon vor den Pariser Attentaten geplant war, wird jetzt konkret. Wenn es in Mali gelingt, den Friedensprozess voranzubringen, dann ist die Bindung der Franzosen in diesem Teil der Welt nicht mehr so stark. Uns ist wichtig, beizutragen auf der ganzen Breite der Möglichkeiten im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Will heißen, in das auch von Dschihadisten bedrohte Mali sollen bis zu 650 Bundeswehrsoldaten geschickt werden. Die Bundeswehr ist bereits in dem westafrikanischen Land im Einsatz, und zwar bei einer Ausbildungsmission EUTM mit 208 Soldaten und mit nur 9 Soldaten bei der Friedenssicherungsmission MINUSMA. Die soll nun aufgestockt werden, und zwar im gefährlichen, unruhigen Norden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags zeigt Verständnis für die Ausweitung des Mandats, aber er sagt auch, es ist in einem Gebiet, wo gekämpft wird, wo es noch Sprengstoffanschläge gibt. Das ist nicht weniger gefährlich als in Afghanistan. Und insofern muss man sich natürlich immer die vorbereitenden Sorgen machen, wie können wir unsere Soldaten bestmöglich schützen und ausrüsten. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Die Opposition ist gespalten, die Linkspartei lehnt ab, die Grünen wägen ab. Es mangelt hier an den Fähigkeiten Aufklärung und Logistik. Hier könnte die Bundeswehr unter bestimmten Bedingungen einen sehr sinnvollen Beitrag leisten. Die Linke sieht das sehr ablehnend. Mali ist ein Kriegsgebiet. Da müssen wir uns nichts vormachen. Über die Ausweitung des Mandats wird voraussichtlich im Januar im Bundestag abgestimmt. Knapp 2 Wochen nach den Terroranschlägen in Paris ist Bundeskanzlerin Merkel am späten Nachmittag zu Gesprächen mit Präsident Hollande in Paris eingetroffen. Nach einem gemeinsamen Besuch auf der Place de la République zum Gedenken an die Opfer der Attentate begaben sich beide Politiker zu Gesprächen in den Élysée-Palast.
Merkel versicherte vor wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz, Deutschland werde solidarisch mit Frankreich sein. Die Kanzlerin und Hollande äußerten sich vor einem gemeinsamen Arbeitsessen vor Journalisten. Zu dem Treffen von Merkel und Hollande jetzt live aus Paris, Alice Fröder. Unmittelbar nach den Terroranschlägen in Paris hatte Angela Merkel Frankreich jedwede Unterstützung zugesagt. Jetzt könnte dieses Versprechen konkret werden, politisch und militärisch. Außerdem hatte Frankreich letzte Woche die EU um militärischen Beistand gebeten. Um beides wird es bei diesem gemeinsamen Abendessen gehen, das in diesen Minuten stattfindet. Wir müssen handeln und aufhören zu reden, hat Angela Merkel soeben gesagt. Deutschland wird also mehr Soldaten nach Mali schicken, das war ja schon länger geplant, wird aber jetzt konkret. Präsident Hollande sagte, er hoffe, Deutschland werde aber noch weitergehen. Das könnte vielleicht bedeuten, dass Deutschland anbietet, Bundeswehr-Tornados für Aufklärungsflüge zur Verfügung zu stellen. Das könnte Frankreich personelle und technische Entlastung bringen. François Hollande versucht zurzeit, eine internationale Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat zu schmieden. Morgen wird er nach Moskau reisen. Heute Abend setzt er auf die deutsch-französische Freundschaft. Und damit zurück zu Linda Zervakis. Trotz eindringlicher Aufrufe zur Deeskalation hat der Abschuss eines russischen Kampfjets im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu erheblichen Spannungen zwischen Moskau und Ankara geführt. Während die Türkei daran festhält, dass die Maschine den Luftraum verletzt habe, bestreitet der überlebende Pilot dies mit Nachdruck. Der Kreml spricht von einer geplanten Provokation und droht, gemeinsame Wirtschaftsprojekte zu stoppen. Die militärische Präsenz im syrischen Luftraum würde verstärkt. Nein, er sei nie über den türkischen Luftraum geflogen, erzählt der überlebende Pilot des abgeschossenen russischen Kampfjets. Mit den Türken habe er niemals Kontakt gehabt, die Rakete habe die Maschine völlig unerwartet getroffen. Das russische Außenministerium, mit Wut und Verbitterung reagiert man hier auf den Abschuss. Krieg wolle man nicht führen gegen Ankara, aber wir haben genug Informationen, die beweisen, dass dies eine geplante Aktion war, eine bewusste Aktion. Einige, die uns gestern kontaktierten, sagten uns, es sei eine offensichtliche Falle gewesen. Zur Sicherheit soll der Kreuzer Moskwa vor der Küste von Latakia stationiert werden. Der Kreml spricht außerdem erstmals von Flugabwehrraketen auf dem russischen Stützpunkt dort und will alle Militärkontakte mit Ankara einfrieren. Den einstigen Partner Erdogan beschuldigt Präsident Putin nun der Nähe zu jenen syrischen Terroristen, die Russland bekämpft. Das Problem ist, dass die jetzige türkische Führung über viele Jahre hinweg im Innern eine gezielte Politik der Islamisierung betrieben hat. Trotz aller Wut, eine militärische Antwort oder ein Abbruch diplomatischer Beziehungen mit Ankara steht in Moskau bislang nicht zur Debatte. Eher gemeinsame Wirtschaftsprojekte abzusagen und mit der Absage von Reisen die türkische Tourismusindustrie zu treffen. Die IS-Terrormiliz hat sich zu dem Anschlag auf die tunesische Präsidentengarde gestern Abend bekannt. Dabei waren 12 Soldaten getötet worden. Außerdem vermutlich der Selbstmordattentäter. Staatschef Essebsi verhängte für 30 Tage den Ausnahmezustand. Bewaffnete Polizisten kontrollierten heute Fahrzeuge und Fußgänger. Soldaten patrouillierten durch die Straßen. Anhänger der Terrorgruppe haben in diesem Jahr bereits 2 Anschläge im Land verübt. Dabei starben 60 Menschen. In Brüssel kommt das öffentliche Leben langsam wieder in Gang, obwohl in der belgischen Hauptstadt weiter die höchste Terrorwarnstufe gilt. Nach 4 Tagen Stillstand fährt die U-Bahn wieder auf einigen Linien, auch die Schulen sind wieder geöffnet. Noch immer sind aber schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten auf den Straßen unterwegs. Die belgische Regierung befürchtet Anschläge wie in Paris. Wenige Tage vor dem Weltklimagipfel in Paris schlagen Meteorologen Alarm. Die Erderwärmung habe gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 1 Grad zugenommen, erklärte die UN-Wetterorganisation unter Berufung auf vorläufige Daten in Genf. 2015 werde vermutlich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Auf dem Pariser Gipfel soll ein weltweit verbindliches Klimaabkommen beschlossen werden. Enorme Fluten wie hier im Nordosten der Türkei,
und gleichzeitig langanhaltende Trockenheit, zum Beispiel in Südafrika. 2015 ist auch wieder ein Jahr der Wetterextreme. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird 2015 das wärmste Jahr überhaupt werden, seitdem es moderne Wetteraufzeichnungen gibt, also seit mehr als 150 Jahren. Dies sei ein historischer Tag mit schlechten Neuigkeiten für den Planeten, sagte Michel Giraud von der Weltorganisation für Meteorologie in Genf sichtlich aufgewühlt. Wir haben schon wieder, muss ich sagen, Rekorde bei der Konzentration von Gasen, die den Treibhauseffekt begünstigen, gebrochen. CO2, Methan, Nitrooxid und andere. Der Zeitraum 2011 bis 2015 sei zudem die heißeste Phase seit Beginn der Messungen gewesen, hieß es. In den vergangenen 20 Jahren sind die fünfjährigen Durchschnittstemperaturen ständig nach oben gegangen. Außerdem würde die Durchschnittstemperatur wohl erstmals 1 Grad höher sein als im vorindustriellen Zeitalter Ende des 19. Jahrhunderts. Als Grund nannte die WMO sowohl den vom Menschen verursachten Klimawandel als auch das Klimaphänomen El Niño. Die UN hatte ihren Bericht extra vorgezogen als Grundlage für die Klimakonferenz in Paris. Es ist ein Weckruf. Ich weiß, da waren schon so viele vorher, aber dies ist nochmals eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, in Paris eine Einigung zu finden. Wenn wir jetzt nicht handeln, sagen die UN-Experten, haben unsere Kinder nicht mehr die Chance, die extremen Veränderungen zu verhindern. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat den für die beiden kommenden Tage geplanten Streik abgesagt. Vorausgegangen waren erneut mehrstündige Verhandlungen mit der Lufthansa. Bei der Altersversorgung habe sich der Konzern deutlich bewegt, begründete UFO die Entscheidung gegen einen Ausstand. Bis zum sogenannten Jobgipfel mit der Lufthansa, an dem am kommenden Mittwoch auch die Gewerkschaften Cockpit und Verdi teilnehmen, gebe es, so UFO, keine weiteren Streiks. Volkswagen hat Lösungsvorschläge im Skandal um manipulierte Dieselautos in Europa vorgelegt. Für die meisten Fahrzeuge, deren Stickoxidausstoß als zu niedrig angegeben wurde, erreiche ein Software-Update, hieß es heute in Wolfsburg. Bei mittelgroßen Modellen müsse ein Bauteil eingefügt werden. Die Pläne sind noch nicht endgültig vom Kraftfahrtbundesamt abgesegnet. An den Milliardenrücklagen will VW festhalten. Das soll die Lösung sein. Ein unscheinbares Luftgitter. Eingebaut vor einem VW 1,6 Liter Dieselmotor. Zusammen mit einem Software-Update soll jedes der etwa 3 Millionen Autos in der Werkstatt in weniger als einer Stunde umgerüstet werden. Bei 5,2 Millionen Motoren mit 2 Liter Hubraum reiche allein die Softwareumstellung, heißt es beim Konzern. Ich glaube, wir haben mit dem Kraftfahrtbundesamt eine gute Lösung finden können, die zur Zufriedenheit unserer Kunden auch sein wird, weil sie eine Lösung ist, wo wir im Luftfilter eine Ergänzung vornehmen müssen, im Luftfiltergehäuse. Eine Maßnahme, die sich auch zeitlich in begrenztem Maße darstellen lässt, sodass der Kunde nicht sehr viel Zeit in der Werkstatt verbringen muss. Offen ließ der Konzern, ob sich der Kraftstoffverbrauch durch den Eingriff erhöhe oder die Motorleistung nachlasse. Bei ersten Tests nicht, heißt es. Die Umrüstung scheint jedenfalls günstiger zu werden als vom Konzern erwartet. Rund 500 Millionen Euro, so Experten. 500 Millionen Euro ist ein sehr, sehr geringer Betrag für die Tragweite, die wir bisher hatten beim Dieselskandal. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die VW-Aktien weiter steigen werden, denn die Belastungen, die sind deutlich geringer als ursprünglich gedacht. Für die 1,2 Liter Motoren gibt es noch keine Lösung. Stimmt das Kraftfahrtbundesamt dem VW-Umrüstungsplan endgültig zu, sollen die ersten VW-Diesel Anfang Januar in die Werkstätten rollen. Der VfL Wolfsburg hat beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Der Bundesligist gewann am Abend bei ZSK Moskau mit 2:0. André Schürrle hält Wolfsburgs Hoffnungen auf das Erreichen der K.O.-Runde am Leben. In einer extrem chancenarmen ersten Hälfte hat der VfL in den weißen Trikots die beste Gelegenheit. Kruse nach herrlicher Vorarbeit von Schäfer und Dost. Ansonsten viel Leerlauf in Heckings Offensive, 0:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang wird ZSKA Moskau, der Tabellenführer der russischen Liga, immer stärker. Tosic, Glück für den VfL und Keeper Benaglio. Mitten in die Moskauer Sturm- und Drangphase hinein dieser Wolfsburger Angriff ganz außen. Der kurz zuvor eingewechselte André Schürrle mit dem 1:0 für den VfL. Die Führung dank des Fehlers des russischen Keepers Akinfejew.
Kurz vor dem Ende ist es wieder André Schürrle, der dieses Mal ohne gegnerische Mithilfe trifft. Zum 2:0 gleichzeitig der Endstand. Dank des Auswärtssiegs hat es der VfL weiter selbst in der Hand, ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. Die Lottozahlen. 14, 19, 36, 41, 43, 46, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. November. Das Wetter beruhigt sich. Erst zum Wochenende haben wir es wieder mit Tiefs über dem Atlantik zu tun. In der Nacht fallen stellenweise Regen- oder Schneeregenschauer, auf den Bergen und im Süden auch Schneeschauer, an den Alpen schneit es zum Teil länger. Am Tag im Süden und Südosten gebietsweise Schnee oder Regen, sonst nur noch vereinzelt Schauer, vor allem an der Nordsee. Später kommt vom Nordwesten bis in die Mitte die Sonne zum Vorschein. In der Nacht plus 6 Grad auf den ostfriesischen Inseln, im Bergland leichter Frost. Am Tag Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad. Am Freitag schneit es an den Alpen noch leicht, sonst ist es neben Wolken und Nebelfeldern teilweise sonnig. Am Samstag regnet es zeitweise, im Bergland und Richtung Südosten auch Schnee, später bessert sich das Wetter. Am Sonntag wieder wechselhaftes Wetter, dabei legt der Wind zu. Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay für Sie diese Tagesthemen. Kampf gegen den IS, was Frankreich von Deutschland erwartet und neue Heimat Finnland vom Schicksal des Flüchtlingsjungen Nihat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.